Weißt du, wo wir sind? In einer verflammten Lagune. Wie oft muss ich es euch noch sagen? Ich mag Wasser nicht. Hey, ich bin nicht hier gelandet, okay? Das war Drax. Ja, Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Guardians of the Galaxy. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Das sind keine Irren, das sind pazifistische Exilanten von... Pazifisten? Das ist ja noch schlimmer. Und hier können sie wissen, hier stehen jetzt in diesem komischen Planeten, wo Drax gelandet ist. Also, das wird sehr, sehr krank. Like, wenn es gefällt, in jedem Video. Ich bin davon natürlich. Na, let's go, Leute. Suchen wir Drax. Er ist am Durchdrehen gerade. Ich war mal nach einem missglückten Job. Sag mir, dass wir keinen Ozean überqueren müssen. Aber was ist das überhaupt hier für ein weißes Zeug? Sei nicht rein, dann wirst du auch nicht nass. Mach dir keine Sorgen, Rocket. Wenn was passiert, springt Gamora dir hinterher. Ach ja? Ja? Ja, weil wir ein Team sind. Und Gamora ist die Beweglichste. Dann ertrinke ich lieber. Wie sieht unser Plan aus, wenn wir Drax finden? Erst schießen, dann planen. Wir schießen nicht auf Drax. Aber auf Rocket hättest du geschossen? Genau, was soll der Mist, Quill? Jetzt ist Drax derjenige in Not. Und ich werde alles tun, um ihm zu... Oh nein! Verlogener Schurke! Wo ist sie? Ich sag doch, Drax steht direkt übelst am Ratz. Wow, wow, wow! Lass ihn runter! Drax! Mann, Alter, beruhige dich! Sie hat mich hergerufen, um meinen Schmerz zu heilen. Rocket, hilf uns hier mal! Alter, da sieht man auch schon seine Stärke von Drax, ne? Ist schon richtig immens. Hi, alles. Leute. Mantis? Alter, Mantis! Die ist wirklich eine Gottesanbeterin, oder? Mantis? Nice. Mantis, nicht Mantis. Mantis. Was? Ich sag immer Mantis. Ach das. Von Lei Sau habe ich die Kunst gelernt, einen einzigen Punkt mehrmals zu treffen. Oder bringt mir Omphalt das erst noch bei? Ach, dem fiesen Grünen geht es gut. Halbwegs jedenfalls. Was tun wir alle hier, Mantis? Ich habe ihn hergerufen. Auf Nowhere. In seinem Geist habe ich eine Zeit gesehen. Die Lügen sind wie Fesseln. Was hätte ich da tun sollen? Ihm vorsichtig beibringen, wo es lang geht. Klar, oder? Shh. Alles gut. Bleib bei mir. Still im Dunkeln. Noch so eine von deinen Freundinnen, Quill? Nein, nicht in dieser Zeit. Na los, zur Gruselhöhle geht's da lang. Zur was bitte? Zur Gruselhöhle, wo sich unsere dunkelsten Zukünfte treffen. Dunkel wie in Unbekannt, nicht böse. Es könnte böse werden, aber nicht böser als in den Zukünften, die ich schon kenne. Denn die waren definitiv böse, sehr böse. Ihr wollt nicht wissen, wie böse. Könnte die vielleicht mal jemand übersetzen? Ich bin Groot. Die Sache ist... Oder war, welchen Teil der Sache hatte ich schon erwähnt? Diese Gruselhöhle. Ach ja, die. Großes, starkes Herz trägt so tiefe Trauer in sich. In jeder Zukunft ist er der Verführbare. Und in manchen davon retten wir ihn. Hier. Das Zeug sieht so eklig aus. Das sieht eklig aus, Mantis. Also, nur um das klarzustellen. Da gibt's eine Zeitlinie, wo du und ich... Peter, zur Sache. Klar. Was war noch gleich Kotati? Ich bin Groot. Pflanzenwesen wie Groot, nur uncool. Die Kotati sind hochentwickelte und hochheilige Pazifisten, die uns an ihren meditativen Kräften teilhaben lassen und die Geheimnisse der alten Höhle hüten. Könnten Sie mit dem Hüten mal pausieren? Auf keinen Fall. Diese Aufgabe nehmen Sie sehr ernst. Die einzige Chance einzutreten ist, an Ihre grenzenlose Weisheit zu ab...
Ich bin Groot! Groot? Wir sind drin! Und da haben die davor auch die, sag ich mal, die Timelines auch bestätigt. Die verschiedenen Timelines, und Peter wird auch gerade nachfragen, ob Mantis uns eher mal Schnickschnack gemacht haben. Also, schon sehr viele Sachen, die wir erfahren. Multiverse, mehr oder weniger, Zeitlinien, die, sag ich mal, ja, verschieden sind in verschiedenen Universen. Saugeil. Und wonach suchen wir nochmal hier drin? Sie weiß es nicht. Nach irgendwas, das Drax helfen kann. Ach, und da hören wir auf das, was diese Psycho-Tussi sagt? Sie ist keine Psycho. Gruselig. Da muss ich aber Rocket ein bisschen zustimmen. Mantis ist echt gruselig. Eher tödlich. Und auch dieser Ort. Sind wir sicher? Nope. Vielleicht muss Drax sich nur ausschlafen. Erschien. Oh, shit. Das hätte ich beinahe nicht rechtzeitig gespürt. Denkt alle daran, dass wir wegen Drax hier sind. Allerdings wäre es einfacher, wenn wir eine Ahnung hätten, wonach wir suchen. Oh nein! Dieser Ort ist total instabil. Diese Flakbirne wird uns alle umbringen. Oh nein, nicht alle. Dieses Mal. Noch mehr Wasser? Was ist bloß los mit diesem lausigen Planeten? So schlimm finde ich ihn gar nicht. Er wird tödlich und kalt und nass. Bleibt einfach in Bewegung, sobald ihr drin seid. Komm schon, Rocket. Ein bisschen Wasser wird dir nicht schaden. Tod durch Ertrinken ist in Struppis Alternativzukünften durchaus häufig. Ich habe schon viele seiner letzten panischen Atemzüge gehört. Oh, was? Aber das sagen wir Struppi besser. Zu spät. Struppi? Ich bin sicher, ab jetzt wird's trockener. Oh, Simon Struppi oder wie? Mist! Das war ganz schön. Also, Mantis hat also die Kräfte, mehrere Zeitlinien zu sehen. War das auch im Film so? Ich glaube nicht, oder? Dass sie Zeitlinien sehen konnte? Okay, rüberspringen können wir hier nicht. Wir müssen uns umsehen und einen anderen Weg finden. Sehen wir uns das hier mal an. Vielleicht ist da ein anderer Weg. Ich muss aber sagen, ich mag die Comic-Charaktere. Sind viel, viel cooler. Drax ist auch nicht so dumm dargestellt wie in den Filmen. Da finde ich die Comic, sag ich mal, die Comic-Treue um einiges besser als die von den MCU-Filmen. Unsichtbare Mächte. Okay, oder? Was sagt die Leute? Aber viele meckern immer rum, die sehen nicht gleich aus, die Stimmen sind nicht gleich. Wer uns dabei umbringt. Wie lautet dein Grund? Ich habe zu viele Zukünfte gesehen, in denen Struppi in dieser Höhle umkommt. Rocket, meinst du hast Glück? Ich krieg das hin. Rocket? Jo, ihr Genies, das Ding da über mir sieht nicht sonderlich stabil aus. Wenn ihr es lösen könnt, ja, also Mantis hat auch jetzt nicht so die beste Gefühlslage oder halt auch die Empathie, um mal, sag ich mal, nicht zu erwähnen, dass Rocket hier sterben könnte. Denk an all die Male, wo Drax etwas für uns getan hat. Nenn mir nur eins. Als er uns in dem Bergbauschiff den Arsch gerettet hat. Sport, er hat deinen Arsch gerettet. Oh, das ist aber echt viel Aufwand für einen verflagten Kollegen. Sag uns, was du wirklich fühlst. Das hab ich gerade. Ich meine, wenn's hart auf hart kommt, können wir uns einen neuen großen Kerl beschaffen. Drax ist schon oft für uns da gewesen. Wie auf Sacknav, als uns das erste Mal dieser Tiger mit dem Krakengesicht angegriffen hat. Wer? Dickerchen? Und als uns beim zweiten Mal Dickerchen angegriffen hat. Mantis, sollten wir uns wegen dieses Nebels Sorgen machen? Neue Gegner, oder? Ja, neue... Na, obwohl keine neuen Gegner zwar, aber die haben eine neue Variation. Mega-Fähigkeit freigeschaltet, Schild von Spartax. Woher das denn auf einmal? Oh, Peter. Woher das denn auf einmal? Ein Schild auf... Alter, krass. Ich wollte aber auch sagen, viele meckern immer rum, dass die Gesichter nicht gleich aussehen. Die Stimmen sind auch anders, aber die wissen gar nicht, dass Comics auch existieren, oder? Oder dass die meisten Filme und alle Filme von MCU von Comics sind, oder? Deswegen finde ich Stimmen von den Charakteren, die im Spiel passen, sehr gut. Die von Peter passt, von Gamora, Drax, alles ist sogar synchronisiert. Also ich verstehe den Hate nicht, warum die sagen, oh, das passt alles nicht, ich will keine MCU-Treue, bla 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 bla. Ich finde es so viel geiler, muss ich sagen. Saugeil. Bam! Hat mehr Leben sogar. Vorwärts, Team. Machst du überhaupt was, Mantis? Oder bist du einfach nur dort und schreist ein bisschen rum auf Drax Rücken? Ja, die machen nichts mal, Leute. Die sterben nur bleiben runter, Alter. Wir müssen mehr Druck machen. Ja, mach ich doch. Let's go. Geschafft, okay, das Erste. Ich nehm's zurück.
Es wäre nützlich gewesen, den normalen Drax dabei zu haben. Ja, definitiv. Die Chancen, dass die Dinger hier leben? Vielleicht stammen sie gar nicht von Zeknar. Und Hellbender hat die ganzen Löcher. Ich habe so eine Phobie. Ich kann nicht so viele Löcher sehen, die man dann das... kriegt Gänsehaut. Hellbender will unseren Tod. Ist euch klar, was das bedeutet? Wir werden alle sterben. Ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Es bedeutet, dass wir ein Team sind. Wenn wir jemanden anpissen, dann pissen wir ihn gemeinsam an. Ich nehme an, das hört sich in deinem Kopf besser an. Wasser, ja. Nebel und Monster. Was zum Flak ist bloß los mit diesem Ort? Es gab hier schon immer eine große Macht. Die Priester erzählen von jenen, die vor ihnen hier. Ist das der richtige Weg? Oder nur ein Secret? Ich hoffe nur ein Secret, weil ich wollte jetzt eigentlich hier nicht durchsprinten. Oh nein, Sir Groot. So etwas wie eine Kotati-Wurzel existiert gar nicht. Warum warst du nochmal hier, Gamora? Oh, ich kenne die Antwort. Sie ist in allen Zeitlinien dieselbe. Zeitlinien, schon wieder. Schau, was wird mehr thematisiert hier. Ich bin hier, um mich zu erholen. Es ging mir nicht gut. Wir mussten sie im Auge behalten. Alles klar. Da würde ich sagen... Gehen wir zurück zur der Gruppe einfach und laufen weiter und suchen mal das, was Drax helfen kann. Also ich glaube, die wollen halt einfach seine Gefühle mindern, war wegen dieser Versprechungsritual-Scheiße dort von der Matriarcharin. Das oder so ähnlich macht mir Sorgen. Na, wir wissen auch, aber auch nur ein bisschen. Und diesen fliegende, ich hoffe, das waren Säugetiere und keine Insekten oder keine riesigen Insekten, weil ich hasse Insekten auch. Ich hasse generell alles, was eklig aussieht. Und das gehört definitiv auch zu der Kategorie eklig. Oder? Nicht eindeutig. Nicht eindeutig? Was soll das denn heißen? Bam! Was ist das hier? Sagen einfach Oga, oder? Vielleicht freuen sie sich nur sehr, uns zu sehen. Oh nein, Mensis, halt deine Schnauze. Ich bin Groot. Let's go. Da ist noch einer. Nein, wir hätten finishen können. Das ist doch unfair. Das ist doch unfair. So, erster Stoß, Leute. Bombe. Let's go! Let's go! Oh! Oh, Pizza! Pizza, du musst weg, du musst sofort weg, Alter! Finishen! Ihr komischen Ogerpflanzen, was auch immer ihr seid, Junge! Weg mit euch! Ich will die Kristalle lecken. Ich hatte damals... Moment, ich sag's gleich. Ey, was soll das denn heißen? Ich weiß nicht, ob ich will, dass es antwortet. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch damals so einen Salzkristall gehabt. Können wir uns schon abschlecken. Es war sehr salzig zwar, aber... Irgendwie hat man irgendwie immer das lecken wollen. So ein Kristall einfach. Sau cool. Kristalle echt auch schöne Sachen, ne? Nein, du solltest das bereits wissen. Erinnere dich an deine Träume. Woher weißt du davon? Weiß nicht, ist einfach so. Du siehst da draußen etwas, Mantis? Viele Dinge. Zu viele Dinge. Schatten einer Zivilisation, die einst hier lebte. Verzweifelte Gesichter, die wie ich künftige Schrecken sehen können. Und andere Schatten. Unsere. Nicht unsere. Eine Gestalt, die uns jetzt beobachtet. Oder uns damals beobachtet hat. Ich sehe Felsen und Kristallgebilde. Eine Statue, die aussieht wie ein Gesicht. Noch mehr Felsen. Deins gefällt mir besser. Ich sehe etwas anderes. Ich sehe Freunde, die bereit sind, für einen Freund zu sterben. Naja, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird. Ich auch, Star-Typ. Ich auch. Ich heiße Star-Lords. Egal. Jetzt ist die Frage, wo lang müssen wir jetzt? Ist das jetzt einfach nur eine Art Secret für unsere Gruppe, oder... dieses Gefühl.
der Hauptweg. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist, Peter? Ich bin sicher, dass es nicht ist. Aber das sagen wir Star-Typ nicht. Er muss es selbst rausfinden. Ich kann dich hören. Umso besser. Ja, alles für die Zeitlinie, wa? Der fiese Grube, nicht, dass die Linie hier alles ein bisschen durcheinander gebracht wird. Ich habe einen Weg unten gesehen. Wir sind sein Rettungsanker. Positive ist nicht gerade unsere Stärke. Du hast dich schon immer unterschätzt, Gamora. Ja, aber Mantis ist schon eine coole, sag ich mal, Addition für unsere Gruppe. Ah, hier ist irgendwas. Rocket, geh mal rein hier. Rocket, kannst du da reinkriechen? Geh rein, Kleiner. Damit was immer da drin lebt, dich fressen kann. Die Steingesichter. Was immer wir suchen, befindet sich jenseits oder unter oder hinter einem dieser Gesichter. Na, was meinst du, Rocket? Ich wette, du kannst für uns einen Weg zurückfinden. Okay. Wie auch immer. Hier ist ein anderer Weg. Bilde ich mir das ein oder sehen diese Kristalle echt gefährlich aus? Oh hier drin nein. Nach faulen Stacheleiern. Okay, ich mache die Leine. Sind die alle in Ordnung? Die Explosion war größer als erwartet. Du bist dran, Quill. Achte auf das Gift. Was meinst du mit Gift? Sieh es dir selbst an. Ich warte hier draußen. Versuch nicht zu sterben. Trag die Maske. Trag die Maske, Peter. Peter? Peter, du musst hier durch. Oder muss ich die Maske selber tragen? Ich glaube, die Maske kann ja alles filtern, oder? Also, ich, hä? Leute. Jetzt geht es doch, Alter. Endlich. Spiel ein bisschen verbuggt, leider. Merkt man schon in vielen anderen Stellen. Ah, I know. Weg damit, weg damit und weg damit. Diese Löcher. Noch was. Genau, um Cammy kümmern. Moment, wer ist Cammy? Lange Geschichte. Die mag ich am liebsten. Okay, Rocket, du bist dran. Keine Chance, Quill. Wie, was, keine Chance? Bring das rauf, Groot. Ich bin Groot. Nein, ich glaube nicht, dass er dich rübertragen kann. Das muss Drax machen. Das kann Gamora nicht machen. Frag jemand anderen. Die müssen erst mal rüberkommen, glaube ich, nicht wahr? Ja, das ist weg, aber... Kann da Groot irgendwas machen? Nee, das ist so weit weg, Leute. Das ist alles so weit weg. Ich glaube, dort die Höhle ist nicht der Weg für uns. Was ist das Gelbe dort vorne? Das Positive ist nicht gerade unsere Stärke. Ach, hier müssen wir uns durchzwingen, Jungs. Schmaler als keine Ahnung was. Echt gefährlich auf. Hast du das ist ja richtig schmal, Alter. Umkehren und sofort von hier verschwinden? Habt ihr es gerade gesehen? Ich hab das gar nicht gesehen, diesen einen Schlitz. Alter, Alter, das ist gemein. Das ist saugemein. So. Was haben dir die Kotati noch über diesen Ort erzählt, Mantis? Oh, jetzt erinnere ich mich definitiv an was. Glaube ich. Wir müssen hier vorsichtig sein. Ich glaube, du siehst eine Version von mir, die dich über eine Klippe schubst. Oh, kleiner Struppi. Deine Sprunghaftigkeit ist in allen Versionen von Raum und Zeit überraschend konsistent. Du bist... Mantis, wusstest du in Nowhere schon, was die Kirche tun würde? Ich weiß nicht. Ich sehe so viele verschiedene Dinge gleichzeitig, dass ich manchmal nicht weiß, wo ich bin. Endlich! Das Gesicht der tausend Lügen! Glaub das ich, wird uns, das wird uns helfen, Drax zu retten? Es will uns daran hindern, ihn zu retten. Wir suchen etwas hinter dem Gesicht, jenseits der Lügen. Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Was war das gerade für ein Monster? Habt ihr es gerade gesehen oder irgendein Wesen war da dort hinten? Oh, scheiß, aufpassen! Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Ich konnte es gerade irgendwie nicht identifizieren. Also diese ganze Insel oder dieser Planet ist schon alles, ja, ein bisschen komisch. Die Käfer-Lady ist völlig durchgeknallt. Ich bin Groot. Natürlich bin ich wütend. Ich bin nass, latsche durch eine einstürzende Höhle und weiß zum Flag nicht, was ich überhaupt suche. Och, Rocket, jetzt hör auf. Sprung mal frei. Du gehst vor. Oh nein. Groot, dann Groot? Ich bin Groot. Er sagt nein. Dann Gamora? Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Flag drauf. Ich geh rein. Nein, das darfst du nicht tun. Du willst nicht, dass ich da reinschneide? Halt, nein, nicht du. Etwas Schlimmes wird passieren. Und ich wollte schon das halt Rocket da reinschicken in dieses Loch. Ich geh rein. Wir sprengen diese Statue, retten Drax und verschwinden. Ja,
Vater? Zeit, auf unsere Instinkte zu vertrauen, Will. Wie kam Rocket jetzt so schnell rüber? Ah, hier lang, oder wie? Ja, hier lang. Das Licht hindert uns daran, Drax zu helfen. Also müssen wir es zerstören. Kleiner Struppi, tu nicht, was immer du gerade tun willst. Nein, nein, nein. Ich bin durch mit den Rätseln. Moment. Du nicht das, lass uns manches einfach anhören, okay? Gib mir einen Tick zum Nachdenken, was ist, wenn hier alles einstürzt? Dann müssten wir wenigstens nicht länger mit ihm streiten. Das ist keine Hilfe. Groot, sag ihm bitte, er soll aufhören. Hat sie oder hat sie nicht gesagt, dass dieses... Rocket, nicht! Oh shit, Rocket dreht durch, Leute. Rocket dreht durch. Aber Mantis sagt, es wird Schlimmes passieren, wenn er weitermacht. Ich will nicht wissen, was. Willst du meinen Plan hören? Ja. Gut, leg sie weg! Kannst du wohl laut sagen. Was werde ich noch? Mantis? Wo ist die Matriarchin? Oh, das ist die, in der ich scheitere. Wollt ihr helfen? Oh shit! Keine Sorge. In der, wo ich scheitere, wirst du bestehen. Bleib bei mir. Hey Leute! Seht euch das an! Ich bin sowas von nicht tot! Was? Du hättest uns fast alle getötet. Ab jetzt wird nichts mehr gesprengt, Rocket. Nie wieder. Das wirst du noch bereuen. Star-Typ? Bist du ein Spartoi? Warum wusste ich das nicht? Vielleicht bist du es nicht immer. Oder ich hab's vergessen. Was? Können diese Waffen schon wieder was, Quill? Er hat Drax gerettet, nachdem du uns fast umgebracht hast. Und so wird's gemacht. Ah, meine Sprengladungen sind trotzdem besser. Sind sie nicht. Im nächsten großen Kampf wirst du mich noch anflehen, was zu sprengen. Anflehen! Im nächsten großen Kampf will ich daran bestimmt denken. Und das sind also Peters neue Fähigkeiten. Irgendwas anbinden und ranziehen. Also schon Peter, er hat sehr viele Fähigkeiten dafür parat. Struppi stirbt hier drin nie durch Gas. Nur was? Durch Absturz, Zerschmettern, Chitauri, warte, Moment. Wasser. Hast du Chitauri gesagt? Oh ja, hab ich. Oder nicht? Das Wort klingt komisch. Nein. Windschuss. Der Windschuss kann Gegner in Nahkampfreichweite ziehen, okay? Das ist alles, da merken wir uns mal. Komm her, du. Bam. Das ist so stark. Das ist doch richtig stark. Also entweder sind die Gegner schwach oder Peter gerade sehr stark. Alter, what the fuck? Komm her, du. Bam! Alter, ey, das ist so stark, die Fähigkeit von Pizza. Junge, Junge, Junge. Oh nein, jetzt diese Drehteile wie bei den ersten Planeten, glaube ich, war das, ne? Ah, shit. Töte ihn. Bam! Nein, die werden immer kleiner. Stimmt, da war ja noch was. Richtig nervig sind die. Oder? Aber Mantis ist auch eine ganz komische Person. Also, ich hoffe, die wird zwar zu uns stoßen, aber... Nein, ich will nicht darüber nachdenken, wie sie... Irgendwie finde ich gerade alles ein bisschen konfus mit Drax, mit Mantis und noch mit dieser Matriarcharin. Also, ganz, ganz komisch. Durch Hellwände ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Ha, wie bestellt. Kannst du dir denn, ich hab's gewusst, für nach dem Beschuss umgehen? Oh. Let's go. Komm her, du. Bam. Die Vergangenheit ruhen lassen. Hey, jetzt haben sie keine Armee, dieser Galadings. Das wär's doch. Wusstest du das jetzt befreien? Jetzt kommen alle Gegner, oder wie? Die wir davor schon gesehen haben. Ey, ich hab die Schnauze vor bei dieser Wacke vor den Teilen. Das ist ein übelst nervig, Wacke vor den Teilen. Oh
Mann. Ey, sind die alles aus Eis oder wie? Was ist denn komischer Nebel oder was ist das hier? Bam! Was ist das hier? Groot, Groot, Groot! Halt dich fest! Das ist ein echt langer Weg für ein paar wirkliche Units! So, jetzt friss das doch mal, du scheiß Wackelpudding. Was für eine Sorte bist du denn, bitte, Alter? Eine Kristallsorte oder keine Ahnung, was du bist? Was ist das hier? Ich seh nix. Ich seh nix. Aber man merkt schon, Rocket ist schon öfters gestorben, ne? Beziehungsweise die anderen Guardians. Also, die Mantis hat schon sehr viele brutale Sachen bestimmt gesehen, Alter. Also Rocket sterben sehen, das will ich eigentlich ziemlich ungerne. Oder einfach gar vermeiden. Haben wir es jetzt hier? Wo ist denn noch irgendwas? Oh nein. Das sind so viele! Bombem! Let's go, friss meine Faust, du Idiot! Bam! Du kannst nicht kündigen! Was steht in deinem Vertrag? Hat sie einen Vertrag? Ist jetzt die Frage? Ich weiß gar nicht. Friss meine, ja, was ist das für eine Fähigkeit? LMG? Keine Ahnung, einfach angreifen. Ich hasse die mit dem Schildern, Mann. Die sind so nervig. Hört doch jetzt auf. Hört doch jetzt auf, einfach. Mantis, mach doch irgendwas für nichts mit Drax. Irgendwie ein keine Ahnung, Messerwurf oder so. Keine Ahnung, irgendwas, ja, sinnvoll, um zu helfen vielleicht. Was ist das hier? Ah, ey, hallo, nicht konzentriert, du Wichser. Hey, hallo. Komm mal, befreien. Oh, scheiße. Mach was, Groot. Mach was, Rocket, meine ich. Wie sollst du befreien? Töten oder wie? Ich glaube, töten, Leute. Schnell, schnell, schnell. Peter, schnell. Ah, sie ist frei. Okay, sie ist frei. Let's go. Also, muss ich sagen, die Kampfsequenzen sind auf Dauer echt langweilig. Sau langweilig. Muss man sagen. Finde ich halt, das ist ja von Spider-Man um einiges, sage ich mal. Ja, spaßiger einfach. Klar ist auch dasselbe immer schlagen, ausweichen, nette schießen, aber irgendwie macht es irgendwie mehr Spaß. Als das hier, was ich gerade spiele. Aber es ist auch nur eine Geschmackssache, ne? Wir machen gleich Huddle. Wir halten noch ein bisschen aus, würde ich sagen. Noch ein bisschen aushalten. Aber ich muss sagen, das Huddle ist an sich eine coole Idee. Aber ist jetzt irgendwie nicht so. Ja, geil, weil da muss man nicht so lange warten, dann wieder mit sprechen und dann geht's jetzt richtig los. Deswegen setze ich die Fische immer sehr ungern ein, weil die sehr viel Zeit verschwendet hier, dieses Huddle. Ja, deswegen versuche ich mal ohne Klapp zu kommen erstmal. Bam! Alle auf ihn hier! In deine Eier schlagen und wegtreten. Let's fucking go! Da ist da nur noch einer, der ist so frech. Bam! Haben wir es endlich? Haben wir es jetzt endlich? Nein, da ist noch einer. Oder? Ja, und wie? Da ist noch einer. Frechdachs. Let's go. Endlich, endlich. Alles okay, Mann? Oh, hey, Gamora, du siehst nicht mehr so traurig aus. Moment, das haben wir doch schon besprochen, oder? Wie weit geht diese Höhle noch runter? Ich wollte es gerade sagen, es geht immer tiefer rein als in dieser Scheißhöhle. Na super! Achtung! Okay, Leute. Mehr von diesen Felsmonstern. Vielleicht hatten wir nur einen schlechten Start. Das sind Felspersonen. Ich glaube nicht, dass sie sich mit uns versöhnen. Ja, Leute, würde ich es in der nächsten Folge dann gegen die kämpfen und dann weiter reindringen und dann die Sachen für Drax holen. Was auch immer wir holen müssen, da würde ich sagen, like, wenn es gefallen hat. Wir hören uns dann. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.